Danke sehr. Die nächste Frage stellt die Kollegin Christine Aschenberg-Duknus, FDP. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Bundeskanzlerin, wie bewerten Sie die Kommunikation, aber vor allen Dingen auch die Vorgehensweise bei der kostenlosen Abgabe der FFP2-Masken an über 60-Jährige, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass sich bereits vor dem offiziellen Termin als auch seit gestern sehr, sehr lange Schlangen vor den Apotheken gebildet haben? Und wir ja eigentlich sagen, dass gerade die Gruppe der über 60-Jährigen jetzt nicht noch extra rausgehen soll, sondern eher zu Hause bleiben soll. Wäre es nicht besser gewesen, an diese Gruppe die FFP2-Masken zu versenden? Ja, das wird in einem zweiten Schritt auch geschehen. Wir wollten aber auch jetzt noch ein Angebot machen, das übrigens sehr, sehr gut angenommen wird, wie man ja an den Wartenden auch sieht, was gestern auch im großen Ganzen mit Ausnahmen, das gebe ich zu, gut geklappt hat. Und ich glaube, dass gerade auch ältere Menschen über 60 immer wieder auch Besorgungen machen im Einzelhandel und dann vielleicht auch die Apotheke aufsuchen. Und dass so viele gekommen sind, zeigt ja, dass es ein Angebot ist, was angenommen wird. Und deshalb finde ich erstmal, dass es ein sehr, sehr guter und wichtiger Schritt ist. Und der Rest der Masken wird dann anderweitig auch verteilt werden. Aber als ersten Schritt unterstütze ich das. Nachfrage bitte, Frau Kollegin. Ja, wir unterstützen den Schritt auch, aber ich wiederhole noch mal, Apotheker berichten mir von chaotischen Verhältnissen, dass sich wirklich sehr, sehr lange Schlangen bilden, dass auch das Apothekenhopping ja nicht verhindert werden kann, weil der Ausweis vorgelegt wird. Und deswegen wäre es nicht besser gewesen, denn wir versuchen doch der Bevölkerung darzulegen, möglichst zu Hause zu bleiben. Und es gehen halt viele jetzt in die Apotheken ausschließlich, nicht zum Einkaufen, sondern um sich die Masken abzuholen. Und deswegen noch mal die Frage, hätte man nicht darüber nachdenken sollen, gerade in der jetzigen Zeit eher auf eine Versendung zu gehen? Wir standen vor der Frage, vor Weihnachten nichts zu tun oder dies zu tun und haben uns dafür entschieden. Alle, die jetzt sagen, ich bleibe lieber zu Hause, ich möchte die jetzigen Masken nicht haben, werden im Januar Masken bekommen, die auf einem anderen Wege und auf dann auch mit fälschungssicheren Dokumenten verbunden sind, sodass da auch kein Missbrauch betrieben werden kann. Wir haben uns jetzt entschieden für dieses Angebot, weil es das war, was machbar ist. Und dann würde ich sagen, wenn so viele Menschen dieses Angebot wahrnehmen wollen, war es vielleicht auch nicht ganz so falsch. Danke sehr.